willkommen zu einer neuen Ausgabe von InfoNeuland TV. Heute berichten wir von der Projektwoche, die von 6. bis zum 11. Oktober an der Sekundarschule Neuland stattfand. Das Angebot an Themen war breit gefächert, von Erste Hilfe über Schülerzeitschrift, Zumba-Tanzen, Seniorenbeschäftigung, typisch mennonitische Küche bis hin zu Holzarbeit und Gymnastik. Wem da noch die Langeweile plagte, der war wohl selber daran schuld. Eines der Ziele so einer Woche ist es, dass die Schüler lernen, wie man selbstständig arbeitet. Und so passierte es, dass sich einige von ihnen unsere Kamera schnappten und kurz ihre Kollegen und Lehrer zu dieser Projektwoche befragten. Was bedeutet für dich die Projektwoche? Also für mich ist es eine Möglichkeit, dass wir lernen können, wie man ein größeres Projekt organisiert und auch eben, dass man auch halt lernt, wie man jungen Leuten was beibringen kann, wie man gemeinsam auch Spaß haben kann beim Lernen. Es fördert auch bei mir selbst persönlich also mehr die Verantwortung. Ich finde, dass es so eine Abwechslung ist von dem normalen Unterricht, ja, dass man vielleicht mal kann etwas Praktisches machen und vor allem, dass die Schüler halt auch die Gelegenheit haben, dann halt zwischen den verschiedenen Projekten auszuwählen, was in ihrem Interesse liegt. Spaß haben. Dass Schüler ihre Kreativität in einer Woche zeigen können und entfalten können. Eine Abwechslung aus dem Schulalltag, wo sie etwas praktisch machen, aber wo sie dabei auch viel lernen. Die Resultate dieser Projekte konnte man dann am Samstag bei einer Ausstellung begutachten.